die Vorbereitung zur 15. Energiekonferenz ganz wichtig, weil wir natürlich auch wissen wollen, wie die Energieentwicklung in Polen stattfindet, welche Kooperationsbeziehungen da auch aufgebaut werden können. Erste haben wir ja heute auch gesehen bei dem Thema Technologieentwicklung. Ja, wir haben eine Forschungseinrichtung hier in Frankfurt-Oder und die beschäftigen sich natürlich auch mit Energiethemen, wie in Zukunft die erneuerbaren Energien mit dem Erzeugung, mit dem erneuerbaren Energienverbrauch in Zusammenhang geführt werden kann. Und da ergeben sich ganz spannende Entwicklungen, weil wir nicht nur Strom haben, sondern wir haben eben auch Wärme und Mobilität. Und das sind ganz aktuelle Themen, die wir ja auch in der Region stark verankert haben. Und wir wollen einfach wissen, wie das auf polnischer Seite aussieht und wie das dann auch gelebt werden kann im grenzüberschreitenden Verkehr. Deswegen ist die Konferenz ganz wichtig, unser Bestandteil auch für die gemeinsame Arbeit, die wir ja auch anstreben. Und wir haben natürlich auch viele Mitgliedsunternehmen bei den Themenstellungen erneuerbaren Energieeinsatz, Wärmeenergieeinsatz. Und da ergeben sich natürlich auch wirtschaftliche Chancen, die wir gern mit voranbringen wollen. Deswegen freue ich mich, dass es die Energiekonferenz schon 15 Jahre lang sich aufgebaut hat. Und jetzt noch mit der Ausrichtung, was sagt denn die EU dazu? Ja, weil da entsprechende Gesetzmäßigkeiten auch auf uns runterbrechen werden. Da muss es einen aktiven Austausch stattfinden. Und dass wir das jetzt ins Programm reingekriegt haben, freut mich besonders. Vielen Dank.